Momentan gehen leider keine Benachrichtigungen an euch raus, wenn ich ein Video hochlade. Deswegen wäre ich euch dankbar, wenn ihr die Glocke deaktiviert und wieder erneut aktiviert. Und falls ihr sie noch gar nicht aktiviert habt, dann aktiviert sie doch. Danke. Willkommen zu der wahrscheinlich schwierigsten Challenge, die wir jemals in Fortnite gestartet haben. Heute versuchen wir, unsere Häuser zu verkaufen. Das heißt, Maxify, Furtis und ich bauen uns ein Haus und derjenige, der es schafft, den Kunden ins Haus zu bringen, bekommt einen Punkt. Ob jemand von uns es schafft, seine Immobilie zu verkaufen und wie das Ganze ausgeht, siehst du in diesem Video. Schreib mir gerne weitere verrückte Challenge-Ideen in die Kommentare. Ach ja, und kauf meinen neuen Scheiß. Link in der Beschreibung. Leute, wo sollen wir landen? Echt? Wollt ihr im Schnee? Weiß nicht. Okay, komm, wir probieren es. Wir gehen jetzt kurz dahin und bauen ein Haus. Ey, das wird so... Oh Gott, und auch noch auf Tastatur, Leute. Oh Gott. Ey, was war denn das? Schlimmer als jedes Horrorspiel. Fortnite. Ich hab mich nicht gerade ernsthaft erschrocken. Fufu, schnell bau ein Haus. Bau ein Haus, Fufu. Bau ein Haus. Ich hab 30 Holz, okay, reicht das? Ja. Ein richtiges Dach, Mann. So, und jetzt schwing dein Schild. Warte. Schwing es. Da ist sogar eine Bank drin. Guck mal. Sehr gut, genau. Hallo, kauft ein. Nein. Ich glaube, das wird eine der schwersten Challenges überhaupt. So, also, ich baue meine Immobilie irgendwo, wo Gegner sind, aber auch nicht, wo alle sind. Vielleicht was schön warmes, holzmäßiges im Winter. Ja, ich glaube, das hört sich schön an. Also, ich würde fast nochmal hier irgendwo es probieren. Ich werde auf den Berg hingehen, wo nichts ist und ein gemütliches Haus machen. Das ist schön. Muss man sich selber ein Haus bauen oder kann man einfach ein Haus auch nehmen, was einfach rumsteht? Ich würde sagen, bauen. Sonst ist ja unfair, weil da gehen die auf jeden Fall rein. Die müssen ja in deins rein. Müssen die durch eine Tür rein oder ja, ist auch egal? Die müssen komplett rein. Also in die Tür. Und die müssen reingehen, während du das Schild draußen hast. Genau. Das wird nicht klappen genug. Ich weiß, deswegen ist es die härteste Challenge überhaupt. Das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Was ist, wenn ich ein Haus in einem Haus baue? Ich glaube, ich werde gewinnen. Nein! Sicher, dass du gewinnen wirst? Ja, ich werde definitiv gewinnen. Warte. Ja, ich habe gewonnen! Hä? Ich habe ein Haus in meinem Haus gebaut. Ich habe vor dem Haustüreingang einfach ein Haus gebaut. Das gilt aber nicht. Dann gucken wir mal, was der Fufu hier macht. Oh, Fufu, das ist ja echt Herz allerliebst, Fufu. Oh. Jetzt musst du noch ein... Oh, sogar eine Waffe liegt da rein. Sogar ein Strauß liegt auf dem Bett zum Willkommen heißen. Was macht denn der Maxi? Ich überlege gerade, ob ich das Lama irgendwie mit... Einmal kann in mein Haus. Nein, jetzt habe ich kein Holz mehr. Oh nein, Maxi. Ich muss draußen warten, ne? Ja, du musst jetzt, wie sage ich immer so schön, schwäng dein Ding. Also schwing dein Ding. Ich finde, es steht aber schön aus, Fufu. Also, muss ich schon sagen. Was für ein hübsches Objekt. Wie viel verlangst du denn im Monat, Fufu? Ich verlange 3 Minis im Monat. Ah, süß. Und der Maxi? Oh, süß. Das ist mein Raumschiff. Sogar mit dem Lama vor. Das treibt auf jeden Fall den Mietpreis nach oben, Leute. Aber ich glaube, euer Problem ist, dass hier keiner vorbeikommt. Ah, okay, Maxi. Hey, Werbung ist nicht erlaubt. Magst du nicht auch ein bisschen Werbung machen, Fufu? Wie? Indem du die Luft schießt. Ich habe keine Waffe. Scheiße. Ja, also Leute, ich glaube, eure Immobilie war nicht gut platziert. Wir sind ja, aber mitten ich in kann der das Zone, halt wir haben noch Zeit. Schau mal, alles ist voll Schnee. Und dann sieht die dieses eine Haus richtig bequem. Da gehen die dann rein und sagen, oh mein Gott, hier will ich leben. Nee. Hey! Wie komme ich zu? Na? Wie geht's euch? Und die schießen mich nicht mal ab. Kann kommt ich kommt in mein Haus, kommt in mein Haus. Ja. Ihr dürft alles benutzen. Er lügt. Da ist auch keine Falle, ihr müsst nicht rumschauen. Okay, hier ist keiner bei mir. Oh Mann, ey, ich dachte gerade. Gemein. Du bist ja gemein. Mann, wann kommen die denn? Ich glaube, die Immobilie war nicht gut gelegt, Leute. Oh, da kommt welche. Nein, da sind jetzt welche. Da kommt, kurz schieß in die Luft. Schieß in die Luft. Verdammt, die steigen nicht aus. Maxi, ich glaube, du musst leider deine Immobilie abreißen und woanders aufbauen. Nein, come on. Wenigstens ins Haus. Komm, geh ins Haus. Nee. Oh, come on. Maxi, ich bin tot. Maxi, bau ein Haus. Maxi, bau ein Haus. Oh, voll gut gemacht, Maxi. Maxi, bau ein Haus. Maxi, bau ein Haus. Los, bau ein Haus. Ja, ich gehe schon nach oben. Sehr schön. Und jetzt schwing dein Schild. Maxi, gemacht. Ich glaube, du hast gut... Nein, bitte lass nicht wieder Maxi gewinnen. Das gibt's doch nicht. Maxi, das gibt's doch nicht, verdammt. Alter, ich habe die Arbeit gemacht. Maxi, geht der in dein Haus? Das ist das Team. Die Alter, Frau Maxi, hat mich ne? umgebracht. Alter, Maxi, das gibt's doch nicht. Gut, die haben Angst mit Trappist. Alter, das gibt's doch nicht, Maxi. Was machst du denn immer? Weiß nicht. Oh, Maxi, ich glaube, die haben dich jetzt umgebracht, ne? Aber ich habe einen Punkt, oder? Du hast einen Punkt. Hey, das gibt's doch nicht. Liegt das an deinem Skin oder was? Das sind die, die mein Haus kaputt gemacht haben. Sollen wir mal versuchen, zu dritt nebeneinander Häuser zu bauen und die Schilder zu machen? Ich will jetzt auch was verkaufen. Du musst mehr Kauf mein Scheiß sagen. Kauf mein Scheiß.
So, Leute, ich würde sagen, lasst uns unser Haus oder unsere Häuser nebeneinander bauen. Vielleicht sogar direkt hier hinter Salty. Was sagt ihr? Sind es viele. Alles gut, potenzielle Kunden. Ich baue mein Haus hier direkt am Ende der Straße. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Die Materialkosten steigen, Leute. Ach Gott, ich bin so schlecht im Bauen. Nein, ich habe doch noch nicht mal gebaut, Mann. Ach Mann, das gibt's doch nicht. So anbieten. Ich bin zu langsam im Bauen. Maxi? Maxi, ich glaube... Okay. Ich glaube, das wird nix. Jetzt reicht's dir, gell? Maxi, du darfst Kunden nicht abschießen. Maxi hat einfach mal die Kunden getötet. Der hat mich auch getötet, der Penner. Dieser dumme... neben du Noob. Ein richtiger Schwitzer. Fufu, mach mal Werbung. Achso, da hinten. Du schießt musst schießen. Warte mal, stimmt. Also Fufu, das bringt nichts. Fufu, auf jeder Seite eine Tour machen ist uncool. Stimmt eigentlich. Fufu macht einfach auf jeder Seite eine Tour, Alter. Oh, das ist aber gewieft hier. Du kleiner, stinkender Fuchs. Hallo, ich hab vor 3 Tagen mich gewaschen. Er hat sich nur selber abgelegt, das zählt nicht jetzt waschen. Er hat sich gewaschen. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Lage, die du da gebaut hast, weil ich glaube nicht, dass da noch jemand vorbeiläuft. Das ist irgendwie wie so ein komischer Laden, der irgendwo am Arsch der Welt aufmacht und denkt, es läuft. Ja, das läuft schon, hallo. Und nach einer Woche muss er wieder alles kündigen. Genau. Ich brauche ja nur einen Kunden. Fufu, du Marketing-Experte, jetzt bau dein Haus woanders. No. Lass uns in der nächsten Runde wirklich mal nebeneinander alle machen, okay? Warte. Schnell. Nein, die sind an deinem Haus. Das ist wieder der, der uns umgebracht hat. Die denken sich auch, was ist denn mit den Fortnite-Spielern los? Come on. Das ist Fukan schon wieder gewesen. Ich hätte da bleiben sollen. Nur wegen euch. Einer war im Haus. Die können ja nicht einfach den Makler umbringen und dann ins Haus steppen. Die brauchen schon Mietvertrag, richtig. Wer keine Miete zahlen muss, raus. So, wir gehen jetzt zu Salty hier an die Straße und bauen unsere Häuser direkt nebeneinander, okay? So, Freunde, schaffen wir es? Ja, jetzt reicht's langsam. Oh Gott, wie viele kommen wir denn mit, Mann? Ist doch unfassbar, wie viele hier landen, oder? Ich glaube, das ist die schwierigste Challenge, die wir je gemacht haben. Oh Mann, wir müssen echt ein bisschen außerhalb landen, ne? Das geht ja, überhaupt nicht. Ja, genug. Oh, du machst sogar einen Vorgarten. So, jetzt mach Werbung. Mach Werbung. Da ist jemand. Hey, hier. Hallo. Nein, nicht steppen. Nein. Schwing dein Schildchen. Oh, Er nimmt dich mit. Oh, jetzt haben sie dich aber richtig geraped, ne? Ja. Die schauen nicht so freundlich aus. Vielleicht hast du Glück. Oh mein Gott, ich glaube, guck mal, die wollen jetzt, vielleicht, oh Mann, ich wollte gerade sagen, die wollen nämlich jetzt eh nicht schießen, weil sie die Schneemänner behalten wollen. Ey, diese Schwitzer, echt. Vielleicht hast du Glück, mach weiter Werbung. Ja. Nein, die kommen aus ihren dummen Schneemännern raus, die Affen. Reiten sich jetzt um den Kehl. Ich glaube auch, die machen dein Haus kaputt. Da. Ey, du hast geschafft, mach dein Schwimmen. Oh. Aber ich habe einen Punkt. Ich hab einen Punkt. Ich will auch einen Punkt, Mann. Bauen wir mal nebeneinander so jeweils... 3 kleine Hütchen, nur mit 4 Wänden und einem Dach und machen dann Werbung, okay? Jena da und dann bauen wir hier. Warum ist Gier und Nichan hier? Was? Hier sind 4 Leute. Wie kam denn der rein? Wie ist das denn passiert? Oh, du bist der Horst. Der ist durch die Firewall gekommen. Ja, aber das ging doch das erste Mal auch und ich habe nicht auffüllen. Ich habe ja nichts geändert. Ich habe keine Ahnung, wie der in die Firewall rein ist. Oh, Nichan! Konnichiwa! Ich baue jetzt ab. Ich loote genau da, wo wir bauen sollen. Okay, ich mache eine Holzhütte, weil die Mieten sind eh schon so hoch in Stuttgart. Machst du dann noch Stein? Nee, dann mache ich Metall. Und alle schön so in der Reihe, dass sie da gar nicht dran vorbeikommen können. Die müssen sich eins aussuchen. Ja, sie müssen. Andernfalls, Maxi, darfst du sie umbringen. Ja, ich gebe mein Bestes. Nur gucken wir mein Haus an. Oh, das ist ja voll süß. Aber das ist direkt vor unserem, ey, scheiß Konkurrenz. Ja. Hey, das ist voll unfair, Maxi. Wie süß. Vor allem noch so eine hässliche Höhle drumherum. Du hast sogar einen Boden. Ja, ich habe sogar einen Boden. So, und jetzt Werbung, Leute. Auf geht's. Kauft mein Schein. Es ist so, wie wenn du dir ein Haus kaufst mit einer geilen Aussicht, da kommt irgendein Arsch und baut deine Aussicht kaputt. So, Leute, kauft mein Schein. Kauft meinen Scheiß. Der ist besser. Ich habe eine goldene Auge. Goldene Auge zum Mitnehmen. Ich habe viel Liebe und nichts. Und einen Steinboden. Das ist frei, wieder so ein Duell der Giganten. Oh nein, Fufu. Wo? Ich habe dich nicht mal gesehen. Fufu, du bringst die Pest mit. Das sind Mietnomaden, die werden die zahlen, Fufu. Oh, der kommt. Warte, der kommt. Werbung. Hey, meine Schneemänner. Werbung, kauf meinen Scheiß. Nein, die sehen meins gar nicht. Kauf doch einfach nur meinen Scheiß, ihr Arschlöcher, Mann. Was für Schwitzer, ey. Ich meine, lebt ja beide noch. Wenn sie bei euch reingehen, dann der geht rein. Meins ist gar nicht mehr da, verdammt. Er ist noch nicht ganz drin, oder? Jetzt ist er drin, Fufu. Maxi, ich glaube, zu dir kommen die auch noch. Maxi, mach weiter. Maxi, du musst weitermachen. Oh, scheiße. Okay, wir sind alle tot.
Oh, scheiße. Ich würde sagen, letzte Runde noch. Also, Max, Fufu, du führst mit 2 Punkten, oder? Also, er ist nur durchgelaufen und hat was genommen, aber ja, ich weiß nicht, geht das? Wir machen es nochmal genauso. Und ich muss ja auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Maxi und Fufu sagen. Die sind mega zuverlässig, die sind immer bereit, mit mir aufzunehmen. Die helfen einen immer, weil ich habe jetzt gerade Struggles, weil ich vorproduzieren muss und sie haben sich sofort bereit erklärt. Also deswegen nochmal ganz viel Herz, Spam und Liebe in die Kommentare und check die beiden. Wie bin ich dafür Geld? Hä? Oh. Psst, Mann. Also ihr wollt direkt Salty landen, oder wie? Ja. Wir können nicht in Salty looten. Außer wir kämpfen, beziehungsweise ich kämpfe. Das wäre halt Solo gegen Squad gefühlt. Sonst gehen wir ein bisschen in Railing rein und bauen vor der Brücke oder so. Leute, da stehen so viele Bäume. Wir können auch ein Haus am See machen. Und am Ende der Straße steht mein Haus am See. Orangenbraune Blätter liegen auf dem Weg. Copyright, Copyright. Dann mal schön abschnitzeln. Ich habe schon ganz viel Holz. Ich und mein Holz. Ich bringe euch auch gern was mit, Leute. Könnt eigentlich schon mal direkt zu Salty laufen. Ich bringe euch Holz mit, weil ich so ein Erik-Gnu bin. Wo darf ich mein Haus machen? Darfst gerne neben mich oder neben Fufurella. Wie gefällt dir eigentlich der Name Fufurella? Ich mag Fufurella. Ja, dann machen wir noch einen schönen Vorgarten. Sehr gut, Leute. Oh Gott, ey. Ich bin so schlecht im Bau. 100 Jahre später. So, kann jemand mal Werbung machen? Für unser Homie? Nein, hey. Nein, der Homie macht alles kaputt, Mann. Da denkt sich auch, seid ihr eigentlich behämmert im Kopf. Dazu können wir nur sagen, ja, sind wir. Ich schwinge mir das Spitzhacke, das heißt, das ist das Friedenzeichen, Friedenzeichen. Oh, 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 warte. Ja, süß. Ja, warte. Nein, nein, oh, Mann, oh, Mann, oh. Ey, Alter, unser dummer Homie, da findet ey. Man einmal jemanden. Oh, meine Fresse, ey. Alter, sein Spielername sagt halt einfach alles. Oh nein, der Arme, guck mal, der würde kaufen. Er soll nicht abschießen. Das sind potenzielle Kunden, nein. Nein, 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 nein. Nein, bist du behämmert. Verpiss dich doch. Ey, lass mal Loot in Ruhe. Fräulein, geh weg. Mann, das sind coole Kunden. Guck mal, der kommt zu mir. Aua. Der kommt zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Nein, nein, bei mir ist Loot. Bei mir ist Loot. Nein, komm zu mir. Bei mir ist auch Loot. Nein, das gibst du nicht. Ja. Dritten Punkt. Easy. Das gibt's doch nicht. Komm zu mir. Komm bitte auch noch bei mir rein. Bitte. Bitte komm. Bitte. Bitte. Bitte geh in mein scheiß Haus, Mann. Ich hab noch keinen Punkt. Ich mach trotzdem weiter. Kauft mein Scheiß. Hallo, kauft Fufu. Mein Scheiß. Kauft mein Scheiß. Kauft mein... Mann. Wo ist denn unser Süßi hin? Oh, Mann. Geh unser rein. Ja, ich hab auch einen Punkt. Mann, das gibt's doch nicht. Der Branded hat alles kaputt gemacht. Naja, Leute. Das war's von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Move nach oben da. Checkt gerne Fufu und Maxi in der Beschreibung ab. Und wir sagen wie immer Ade mit E. Waschi. Ja.